Wusch, da ist er auch schon wieder. Hallöchen, meine Freunde der guten Unterhaltung. Ich bin's wieder, Last Prophet von den Trash Gamers. Und ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen zu einem neuen Guide-Tutorial in Dota 2. Denn ich bin ja eigentlich hauptberuflich, was Dota 2 angeht, Supporter. Und da habe ich mir gedacht, warum mache ich denn nicht mal einen Warding- bzw. De-Warding-Guide? Wo sind wichtige Spots, wo ist es am besten im Early Game oder im Mid Game zu warden? Ich zeige euch das einfach mal jetzt alles am Stück. Ja, ich weiß nicht, wie lange dieses Video geht. Vielleicht splitte ich das auch in zwei Teile auf. Wir werden das dann, denke ich mal, so erleben. Wir fangen aber erstmal an mit den Standard Wards. Das müsste jetzt hier so irgendwie eingeflogen gekommen sein. Auch mit so einem Wusch. Kommen dann als nächstes zu den Lane Wards. Spezifisch fangen wir da an auf der Top, gehen dann runter auf die Mitte, gehen dann nochmal weiter runter auf die Bot und das jeweils einmal für die Radiant und für die Dire Side. Zum dritten Punkt kommen wir dann mit den Camp Blocking Wards bzw. den Jungle Wards. Und unter allen Wards, also den Standard Wards und den Lane Wards und den Camp Blocks-Jungle Wards, unterscheiden wir hier immer zwischen Offensiv und Defensiv. Der letzte Punkt wird dann noch ein ganz kleiner Abschnitt zum Thema D-Wards sein. Das zeige ich euch dann, wie man am besten D-Wardet, wie man am sichersten D-Wardet, was aber auch nicht immer so einfach ist, da du ja nie weißt, wo haben denn die Gegner gewordet, es sei denn, ihr seht's. Ja? Und wie man das sieht, das kann ich euch dann auch nochmal gern am Schluss erklären. Fangen wir direkt erstmal bei den Standard-Wards an. Die Standard-Wards sind eigentlich immer da, wo so ein Auge hier auf dem Spot ist, ja. Das ist immer so ein Punkt, wo man sagt, okay, das hier ist ein Standardwort. Wir haben nicht nur hier einen, sondern auch noch woanders. Auch hier befindet sich ein Auge auf dem Spot. Das ist allerdings neu, so wie dieser Punkt hier oben. Diese zwei Spots sind mit dem letzten Patch hinzugekommen. Auch standardisierte Wards. Mit diesen zwei Wards kann man wunderschön hier diesen Seitenjungle abdecken und mit diesem Wort kann man auf der Radiant-Seite zumindest hier die Top-Lane im Sinne von Sideshop, alles was sich hier in diesem Gewulst befindet, alles was sich hier so ein bisschen hinter diesem Tower befindet, das kann man damit wunderbar absafen. Das sind auf jeden Fall Standard-Wards bzw. aggressive Wards auf der Radiant-Seite. Auch hier oben befindet sich ein Auge, was zu einem absoluten Standardwort ist, denn dieser Punkt wird gerne von der Radiant und von der Dire-Seite benutzt, da man hier den Fluss ganz schön abdeckt, man hat die Rune im Blick und zählt auf jeden Fall auch zu einem Standardwort, weil man sieht ja auch, hier ist wieder ein Auge drauf. Auch einer der etwas neueren, oder was heißt etwas neueren, auch einer der neuen Warding-Spots ist dieser Altar hier. Warte mal, Ruby, geh mal hier runter. Dieser Altar war früher einfach nur Deko. Man konnte damals keine Wards drauf platzieren. Das ist auch mit der letzten Patch-Änderung geändert worden. Dieser Warding-Spot ist ein absoluter aggressiver Warding-Spot auf der Dire-Seite. Noch ein aggressiver Warding-Spot auf der Dire-Seite ist der große Berg auf der Radiant-Side. Dieser Punkt gibt euch ein großes Sichtfeld, auch hier, falls der gegnerische Carry dieses Creep-Camp hier gerade farmt. Man hat recht hohe Sichtweite hier, man kann, wenn ich jetzt auf der Dire-Seite wäre, bis hierhin ungefähr alles in Einsicht haben. Man hat hier auf jeden Fall, auch was den gegnerischen Jungle hier betrifft, eine sehr hohe Sichtreichweite. Im Gegenzug hat natürlich auch die Radiant-Seite einen sehr aggressiven Standard-Spot, der den gegnerischen Jungle und ein bisschen die gegnerische Lane auskundschaftet. Dies ist absolut ein absolutes Must-Have-Standard-Wort, wenn du aggressiv vorgehst und dir einen sichtweiten Vorteil erschaffen willst. Und das war's auch schon mit den Standard-Worts, die hier geplaced werden können. Ich zeige euch das jetzt nochmal in der Übersicht auf der Karte. Kommen wir nun zu den Laning Wards auf der Top der Radiant Side. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
ist erstmal hier dieser Jungle. Was ihr machen könnt, ist, ihr könnt diesen Baum mit einer Tango wegfressen im Early Game und könnt dann da drauf den Wort platzieren. Somit habt ihr hier mehr Sicht. Aber das ist nicht immer wirklich worth, denn es reicht auch einfach, wenn ihr den Wort hier platziert. Wenn ihr den Wort hier platzieren würdet, hättet ihr noch ein bisschen mehr Einsicht hier auf dieses Gebiet, aber das ist so in der Hinsicht nicht relevant. Wo es auch auf jeden Fall noch richtig gut ist, ist, wenn ihr hier oben einen aggressiven Lane-Wort stellt. Damit habt ihr hier wunderbare Sicht auf den Tower und seht, was hier hinter diesem Tower denn alles Großartiges passiert. Wenn die Wave ungefähr hier auf diesem Punkt ist, seht ihr diese komplette Lane praktisch gesehen. Und ihr habt noch ein bisschen Einsicht hier in den Jungle. Genauso gut könnt ihr diesen aggressiven Lane-Ward auch hier oben platzieren. Oder hier oder irgendwo. Damit habt ihr auch Sicht bis zum Tower und seht, falls Teleports reinkommen. Kommen wir nun zu den Top-Lane-Wards der Dire-Side. Und zwar muss ich jetzt hier erstmal Clear-Wards eingeben, damit unsere alten Kumpanen hier erstmal verschwinden. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man auf der Dire-Seite hier auch am besten wardet. Und zwar ist es hier fast dasselbe Spiel. Man kann hier zum Beispiel den Baum wegfressen und da den Ward platzieren. Oder man platziert ihn hier. Man kann ihn natürlich auch hier platzieren, was hier eigentlich viel schlauer wäre, weil hier der Baum im Weg war, ja. Da habt ihr hier Sicht hier rein, ihr habt Sicht hier hin und ihr habt Sicht hier hin. Ja, also ihr wisst, wann kommt die Mitte vielleicht hoch und wartet hier im Jungle. Das macht ganz oft einen Putsch, ja. Der kommt hier hoch und stellt sich hier in die Bäume rein. Ihr habt hier dann schon frühzeitig Sicht auf ihn und könnt demnach auch reagieren. Genauso gut könnt ihr, wie ihr auch auf der Radiant-Seite hier den Spot, natürlich auch einen aggressiven Lane-Ward hier auf der Dire-Seite stellen. Ihr habt natürlich dann hier nicht die Sicht bis zum Tower, aber bis hierhin habt ihr ungefähr die Sicht. Ihr könnt ihn auch aggressiver stellen, ungefähr hierhin oder hierhin. Dann habt ihr noch ein bisschen Sicht in den Jungle, in den Fluss und ihr seht, was hier an den Tower hereingeportet kommt. Auch ein sehr beliebter Warding-Spot für beide Seiten jetzt allerdings ist dieser Spot hier. Und zwar habt ihr dann hier zwar fehlende Sicht, aber ihr habt im Flussbett hier eine größere Reichweite. Wobei ich jetzt sagen muss, dass dieser Ward hier doch eher suboptimal ist. Denn es ist für euch wichtiger zu sehen, was passiert in eurem Jungle und nicht, was passiert hier eigentlich im Flussbett. Ihr könnt zwar einen Gank noch eher hervorsehen, aber es ist dann doch wichtiger, meiner Meinung nach, den Runenspot entweder auf einem Standardwort oder hier oben auf dem Cliff zu warden. Dann seht ihr auch das Flussbett und könnt den zweiten Wort gegebenenfalls hier oben benutzen. Oder, was ja eigentlich auch mehr in der Regel der Fall ist, ihr als Supporter auf der Dire-Seite jetzt benutzt einen Wort und gebt den euren Offlaner. Dieser Offlaner benutzt diesen Wort dann in der Regel zum Camp-Blocken, wo ich eigentlich später erst noch hinkomme. Und euren Wort benutzt ihr in der Regel, um hier, das kann ich jetzt auch gerade nochmal zeigen, diesen Spot hier zu observen. Ja? Also es ist ganz wichtig, dass eure Mitte einen Spot hat oder einen Runen-Warding-Spot hat, damit er immer weiß, okay, oben ist jetzt gerade die in die Rune. Das heißt, gehe ich jetzt hoch, geht der Gegner schon hoch, gehe ich runter und hole mir dafür die untere Rune. Deswegen ist es immer wichtig, am Anfang zumindest, diesen Spot hier, beziehungsweise diesen Spot hier zu warden. Was, ihr könnt noch mit anderen Wards die Runen observieren, aber dazu komme ich dann, wenn wir bei den Lane Wards sind. Beziehungsweise, wir sind ja schon bei den Lane Wards, aber dazu komme ich dann, wenn wir in der Mitte sind. Wir sind ja momentan noch auf der Top, wobei ich jetzt gerade sagen muss, dass es so die wichtigsten Warding Spots auf der Dire-Seite und auf der Radiant-Seite, was die Top angeht, schon abgehakt haben. Wir beginnen mit den Wards für die Midlane. Und zwar kann man hier auch als Supporter seinem Midlane-Carry auf verschiedene Art und Weise die Rune observieren. Da gibt es einmal diesen hier, ist ein recht defensiver Ward. Es gibt, was aber auch gleichzeitig ein aggressiver Wort für die Dire-Seite ist, kann man sich mal merken. Man kann den Spot hier unten warden, man kann
hier einen aggressiven Wort hinsetzen auf der Radiant-Seite und hat dann einen Sicht bis hier ungefähr. Das heißt, man sieht sogar noch die Dreiviertelsmitte. Man kann, wie ich soeben schon gezeigt hatte, natürlich auch hier oben ein Wort hinsetzen für die Mitte. Es gibt auf der Radiant-Seite natürlich noch die Chance, hier zu worden im späteren Spielverlauf. Man hat hier die ganze Mitte in Sicht. Man kann natürlich auch noch hier oben, aber nee, Quatsch, sorry, da kommen wir erst später dazu. Das wollte ich ja gerade noch, das war, hätte ich mir jetzt hier etwas vorgenommen. Was ja erst im späteren Verlauf des Guides zu sehen sein wird. Auf der Dire-Seite könnt ihr allerdings genauso dieses Verfahren anwenden. Das hier ist ein defensiver Ward für die Dire-Seite. Diese beiden Warding-Spots hier sind recht aggressiv. Und dieser Warding-Spot hier oben ist auch ein absoluter Standard, beziehungsweise hier, wo das Auge drauf ist, das haben wir ja schon kennengelernt. Was ihr noch zusätzlich machen könnt, ist im späteren Spielverlauf oder auch im Early-Game, das ist euch überlassen, einen Ward hier platzieren. Nur da müsst ihr aufpassen, wenn ihr den Ward hier hinstellt, läuft ihr Gefahr, dass der Tower den sieht. Ja, es ist also in der Hinsicht um einiges sicherer, wenn ihr als Dire seid, den Ward hier platziert. Denn das ist absolute aus der Sichtweite des Towers und somit kann dieser Ward auch nicht direkt disabled bzw. zerstört werden. Kommen wir nun zur Warding auf der Botlane für die Radiant-Seite. Hier hält es sich eigentlich fast schon genauso wie auf der Toplane. Und zwar könnt ihr auch theoretisch gesehen diesen Baum hier wegfressen. Augenblick, das machen wir doch gerade mal schnell. Soho, habe ich mir einen Quelling Blade geholt. Ihr könnt diesen Baum hier wegfressen und dann den Ward hier platzieren. Ihr seht schon, dadurch, dass dieser Baum hier weggefressen ist, habt ihr Sichtweite hier rein. Ihr habt Sichtweite auf diese, ihr habt diese komplette Seite hier theoretisch gesehen abgesaved. Denn hier kommen auch meistens die Ganks hin. Die stehen dann meistens hier rum. Von der Mitte oder so, ja. Ihr könnt auf der Radiant-Seite auch einen aggressiven Lane-Ward natürlich setzen, und zwar hier. Dann habt ihr hier oben wieder Sichtweite bis knapp vor den Tower. Ihr seht einkommende Ganks viel früher. Ihr könnt zum Beispiel hier einen Ward placen, der euch dann auch dieses Gebiet hier absichert und gleichzeitig noch den Warding, die Rune mit absichert. Ihr könnt natürlich diesen Ward hier natürlich auch eher hier platzieren. Das ist zwar immer noch, das ist immer noch aggressiv, aber ihr habt dann nicht mehr so weite Sicht bis zum Tower. Aber dennoch wisst ihr oder ihr seht eher, was auf der Lane denn so vorgeht, wenn diese Lane gerade gepusht ist und hier sich gerade die Creeps kloppen. Wie ich gesagt habe, könnt ihr auch natürlich die Bot-Rune auf verschiedene Art und Weise warden. Und zwar gibt es da einmal den Standard, den Standardwort, den ich euch zu Anfang schon gezeigt habe. Ihr könnt einen defensiven Wort hier platzieren, der eventuell, falls die gegnerische Mitte diese Rune abgreift und dann hier lang und versucht von hinten die Mitte zu ganken. Ihr könnt aggressiv worden, das wäre dann dieser Warding-Spot hier in irgendeiner Art und Weise. Ihr habt die Treppe in Sicht, ihr habt hier, was passiert ungefähr bei den Ancients. Ihr könnt aber auch. Und das ist auch ein ganz cooler Spot. Ihr könnt hier oben die Rune, beziehungsweise Augenblick, das muss ich jetzt gerade nochmal clear wards, ja, sorry. Das muss ich jetzt gerade nochmal so zeigen. Ihr könnt hier oben warden, habt damit, wenn ich jetzt beim Rushern drin bin, habt ihr jetzt hier die Rune gesaved, ihr habt hier oben die Treppen gesaved, ihr habt hier ein bisschen hier gesaved. Ihr könnt genauso gut hier auch noch ein Ward setzen. Da habt ihr hier ein bisschen euren eigenen Jungle noch in Sichtweite. Ihr habt die Rune immer noch observiert. Und das sind absolut legitime Spots, wo ich nur empfehlen kann, dass man sie da hinsetzt. Kommen wir nun zur Botlane-Laning-Phase der Dire-Side. Und zwar könnt ihr das hier ebenfalls, ja, es verhält sich immer so ein bisschen Mirror-mäßig. Ihr könnt natürlich wieder hier den Ward hinsetzen, ihr könnt hier den Baum wegfressen, ihr könnt hier euch warden, ja. Ihr könnt, wenn ihr aggressives Vorgehen möchtet, oder aggressives Vorgehen gerne habt, könnt ihr auch hier unten ein Ward hinsetzen, der euch hier auf diese komplette Lane Vision gibt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier als Putt steht und ihr wisst nicht, was hier hinter dem Tower ist, ihr seht da so eine Spektre rumwuseln, so, die redet ja immer so komisch, und zack, könnt ihr sie raushucken.
auf jeden Fall ein guter Spot. Ihr könnt natürlich auch hier ein Wort hinsetzen, um zu sehen, was passiert denn hier auf der Lane, wenn gerade die Creeps an eurem Tower fighten. Und damit haben wir sogar schon die Lane-Wards der Top, Mid und Bot zusammengefasst, beziehungsweise nein! Ich habe ja noch einen vergessen. Und zwar handelt es sich hierbei um einen sehr speziellen Ward, der sich eigentlich nur lohnt zu platzieren, wenn das Gegnerteam, beziehungsweise ihr seid auf der Radiant-Seite und das Gegnerteam hat einen Tinker im Team. Ja, ich glaube, in der Hinsicht lohnt sich dieser Spot auch nur wirklich dann, denn ich zeige es euch mal kurz. Ihr könnt durch verschiedene Art und Weise euch hier in dieses Gebüsch reinblinken und könnt dann hier oben... Und jetzt schaut mal bitte auf die Minimap hier unten, was mit dieser Sichtweite passiert. Butz. Seht ihr das? Seht ihr das? Ihr habt den kompletten Wald hier aboserviert. Ja, und wisst immer, wenn ein Tinker, das machen ganz viele Tinkers, die kommen hier auf die Lane geportet und blinken sich danach sofort hier in die Woods rein und spammen ihre Marches. Wenn ihr diesen Ward hier oben habt, seht ihr überall, wo er sich versteckt. Und dann könnt ihr ihn, wenn ihr schnell genug seid, ihn natürlich ganken. So, das war's jetzt aber zur Lane Vaults der Top, Mid und Bot der Radiant und Dire Seite. Ich hoffe, ich habe das so recht akzeptabel erklärt, dass ihr das so gut wie möglich verstanden habt. Es ist so ein bisschen schwer, das alles irgendwie, weil man selber weiß, wie man es zu machen hat, aber ich bin echt nicht so das Erklärgenie, aber ich versuch's echt mit allen mit allen Mitteln so zu erklären, dass ihr das so gut wie möglich versteht. Letztendlich zeige ich euch jetzt noch einmal die Warding-Spots der Top, Mid und Botlane außer den Runen-Spots in der Zusammenfassung. Kommen wir nun zu den Camp-Block-Wards bzw. den Jungle Wards aggressiv sowie defensiv auf der Dire und Radiant Seite. Wir fangen an mit Radiant Side Jungle Ward Nummer 1, beziehungsweise Jungle Spot Nummer 1, der sehr oft hier platziert wird, um Ganks vorzubeugen, wenn ihr den Tower hier pusht und hier oben, die porten sich an den Tier 2 Tower und kommen dann hier oben lang gelaufen und wollen euch von hinten ganken. Im Endeffekt kann jedes Camp geblockt werden. Und zwar mit diesen ganz normalen Wards oder mit Sentry Wards. Und ihr müsst sie einfach nur hier in das Camp reinplatzieren, damit das Camp nicht respawnt. Aber darum geht es in erster Linie nicht. Es geht in erster Linie, wenn ich von Camp Blocking Wards rede, darum, wenn ihr auf der Radiant Seite seid, dem gegnerischen Dual- oder Tree-Lane-Team, was ihr gegen dem ihr gegenübersteht auf der Top-Lane, den Farm des Supporters zu verhindern, indem sie dieses Camp hier stacken und hoch auf die Lane pullen. Wie ihr dieses Camp blockt, ist eigentlich recht easy. Ihr könnt, dafür gibt es wieder verschiedene Warding Spots. Ich zeige euch jetzt mal die gängigsten und auch ein paar außergewöhnliche. Der erste Spot ist der hier, der sagt einfach, ja gut, ich habe jetzt hier ein bisschen Vision, ich habe hier ein bisschen Vision und blocke das Camp. Dann gibt es noch einen speziellen Punkt, den ich jetzt, ihr könnt natürlich den Punkt, ihr könnt natürlich den Wort nebenbei mal gemerkt, auch direkt ins Camp stellen, ja. Aber sowas wird meistens sehr leicht dewardet. Ihr wollt ja verhindern, dass der Gegner euren Wort direkt findet. Ihr könnt deswegen den Wort auch hier reinstellen, wobei, wenn der Gegner einen Sentry Wort hier placed, er ihn auch hier sieht, ja. Was ich persönlich mache, mein absoluter Favorite Camp Blocking Wort auf der Top Lane ist dieser hier. Huch, da muss man immer mal ein bisschen gucken. Hier unten an der Kante, ihr habt Sichtweite auf dieses Camp, ihr habt Sichtweite hier in den Fluss hinein und ihr blockt das Camp der Dire-Seite hier. Dieser Ward ist ja mittlerweile leider Gottes auch schon wieder so populär, dass er eigentlich sehr schnell gefunden und dewardet wird von den etwas erfahreneren und Dota 2 Spielern. Auch noch ein sehr populärer Warding-Spot auf der Radiant-Seite ist dieser hier. Warum auch immer. Ihr habt auf jeden Fall hier ein bisschen Einsicht in den Jungle des gegnerischen Dire-Teams und könnt ein bisschen mehr observieren. Ja, mehr ist dazu leider auch nicht zu sagen. Kommen wir nun zu den Warding- bzw. Camp-Blocking-Wards auf der
deiner Seite. Und zwar gibt es hier natürlich auch wieder verschiedene Methoden, diese ganzen Camps hier zu blocken. Und in erster Linie möchte ich euch auch mal wieder zeigen, wie man natürlich hier das Small Camp für die Radiant Supports als Dire blocken kann. Und zwar gibt es natürlich da auch wieder diese einfache Version. Man stellt den Ward hier rein, man kann den Ward hier reinstellen. Hier habt ihr natürlich noch ein bisschen Sicht, hier habt ihr gar keine Sicht. Es gibt natürlich aber auch noch diesen Magic Bush hier. Zoom ich mal ran. Verdammt, sieht man nicht. Doch, hier diesen Busch. Dieser Busch. Was diesen Busch so magic macht, zeige ich euch. Und zwar, wenn ihr diesen Ward da drauf platziert, habt ihr dieses Camp hier geblockt und gleichzeitig aber noch dieses Camp. Falls das Gegnerteam einen Jungler hat, wird er dieses große Creep Camp nicht farmen können, ehe die gegnerischen Supports oder die Radiant Supports vielmehr diesen Ward hier geklärt haben. Leider Gottes auch wieder so ein populärer Spot, dass dieser Ward meist sehr schnell gefunden wird. Ihr könnt das Camp auch noch blocken, indem ihr den Ward hier hinsetzt. Und jetzt kommt einer meiner speziellen Freunde. Dieser Ward wird nämlich kaum bis gar nicht gefunden. Und zwar, wenn ihr den Ward hier reinsetzt. Wenn ihr den Ward hier reinsetzt, habt ihr zwar hier keinerlei Vision, ja, was ein bisschen schade und verschwenderisch ist, aber hiermit ist garantiert, dass das Camp geblockt wird und der Gegner eigentlich so gut wie gar nicht diesen Ward cleart, weil er ihn einfach nicht findet, ja, weil du keine Sicht hier rein hast. Du müsstest schon ganz genau sagen, okay, also dieser Spot, du müsstest ganz genau wissen, dass dieser Ward da ist, ja, und dafür müsstest du es gesehen haben, weil in der Regel wird erstmal hier unten ein Sentry platziert, um diesen Ward zu clearen. Und wenn hier kein Ward ist, wird in der Regel hier irgendwo ein Sentry platziert, um diesen Ward zu clearen. Und damit sind zwei Sentries weg. Und für einen Supporter sind 200 Gold für Sentries, um Wards zu clearen, am Anfang schon eine Menge Heu. Danach kommt eventuell noch dieser Spot hier. Aber selbst wenn hier ein Sentry stehen würde, würde er diesen Ward nicht auf Anhieb sehen, weil er müsste dann schon hier hinlaufen. Und das machen viele einfach nicht, weil sie einfach nicht wissen, dass es diesen Warding-Spot auch noch gibt. Natürlich könnt ihr auch als Dire... Hier ist auch ein sehr beliebter Spot. Könnt ihr natürlich den gegnerischen Jungle ein bisschen, warden. Ihr könnt natürlich auch hier oben noch den Ward hinsetzen als aggressiven Warding-Spot für die Dire, was ich vorhin ja leider Gottes nicht erwähnt habe. Denn ihr habt hier Zugriff auf, ihr habt hier Sicht, ihr habt ein bisschen hier Sicht, ihr habt die Rune damit abgespottet. Ja, also das ist natürlich auch ein sehr aggressiver Warding-Spot. Spot für die Dire. Ihr könnt, und das ist natürlich der absolute Must-Have-Punkt, natürlich hier oben noch warden. Hier in diesem Gebiet habe ich auch schon sehr oft Wards gesehen, ist aber nicht so relevant, weil ihr einfach zu wenig damit observiert und das sind einfach verschwendete 150 Gold, wenn ihr hier ein Ward platziert. Der letzte Punkt zum Thema Warding ist natürlich das Dewarden. Und das Dewarden ist immer so eine Sache für sich selbst, weil man nicht immer selber sagen kann, okay, wo weiß ich, hat er jetzt Wards platziert, es sei denn, ich erwisch ihn, wie er jetzt hier gerade im Early Game oder so vorbeigerannt kommt. Ich kann euch nur immer empfehlen, wenn ihr, bevor ihr einen neuen Ward setzt, dewardet, ja? Das heißt, ihr könnt meistens hier unten einen Sentry hinstellen, das heißt, ihr könnt hier oben gegebenenfalls oder hier dewarden. Ihr habt jetzt hier natürlich noch keine Sicht, das ist logisch, deswegen geht man in der Regel hier auf diesen Spot, um Sicht auf dieses Plateau hier zu erlangen, um diesen gegnerischen Ward zu clearen. Genauso müsst ihr das dann auch leider Gottes hier machen, ihr müsst hier hochlaufen und hier den Ward clearen und dann könnt ihr selbst euren Ward platzieren. Ihr könnt natürlich den Ward auch hier hinsetzen, wenn ihr euch sicher seid, dass der Ward der gegnerische hier oder hier auf dieser Seite ist, dann könnt ihr den Ward auch ein bisschen weiter runtersetzen. In der Regel ist es aber immer wichtig, die Runenspots für sich selbst zu wissen. Gerade auch hier auf der Botlane, da es hier ja der Roshan-Pit ist. Und da ist es ganz wichtig, dass hier auf jeden Fall ihr immer Vision habt, damit ihr einen Roshan-Fight vorbeugen könnt, indem ihr sagt, ey, die gehen da rein, das müssen wir contesten, wir rennen da jetzt alle hin, hauen den voll auf die Schnauzen und bam und bumm und radatazonk. Deswegen ist die Bot-Rune gerade eine mit der wichtigen Warding-Spots, weil es eben auch Roshan beinhaltet.
Auch auf der Top-Lane ist es schwer zu dewarden, ohne das eigene Camp zu blockieren, was mir schon sehr oft passiert ist. In der Regel könnt ihr immer hier ein Ward hinstellen und wenn ihr sagt, okay, ihr könnt jetzt hier damit ablaufen, nein, hier sehe ich kein Ward drin, hier ist auch nichts drin, dann kann es eigentlich, weil das Camp eben geblockt ist, nur hier unten dran liegen, dann setze ich den vielleicht ein bisschen weiter hier unten hin, dass das Camp nicht geblockt wird und das hier nicht und dann, wenn er hier sitzt, dann habt ihr ihn. Dasselbe könnt ihr natürlich auch hier machen, wenn ihr wisst, die moven ganz komisch, wenn ihr hier in den Jungle kommt, wenn ihr hier mit zwei Leuten steht und der Carry hier oben farmt und hier die Solo-Offlane oder eine Dual-Offlane ist, die sich sofort recht schnell zurückzieht, dann könnt ihr da mit Sicherheit sagen, dass hier ein Observer-Ward steht. In der Regel macht ihr nichts falsch, wenn ihr hier den Ward platziert, weil dann habt ihr nämlich alles abgedeckt, wo sie den Ward haben könnten. Es sei denn, sie stellen den Ward hier hin, aber dann habt ihr ja hier noch ein Ward vielleicht, einen zweiten Ward, wo ihr hier mit platzieren könnt, wo ihr hier dann den gegnerischen Observer-Ward als Dire dewarden könnt. Dasselbe verhält sich natürlich auch hier oben. Ihr könnt natürlich hier dewarden, ihr könnt natürlich hier ein Deward setzen, aber allerdings ist diese Warding-Position hier nicht allzu wichtig wie auf der Botlane, der Roshan- bzw. Bot-Runen-Spot. Alles in allem war es das sogar schon mit dem kompletten Guide. Ich zeige jetzt zum Abschluss noch einmal die Jungle-Camp-Block-Positionen auf der Map. Wenn ihr selber noch ein paar Spots habt, die ihr gesagt habt oder die ihr selber herausgefunden habt oder die ich jetzt gar nicht so erwähnt habe, dann schreibt sie doch mal in die Kommentare. Ich freue mich natürlich darüber sehr, über konstruktive Kritik. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen super tollen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, euer Last Prophet. Haut rein, ciao.